Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X. Im letzten Part haben wir ein paar Quests gemacht und wollen in diesem direkt weitermachen. Zuerst mal, wenn eine neue Aufnahme, holen wir uns mal unseren Sold. Ein Bergungsschein, das haben wir schon mal 8. Oder haben wir jetzt 7? Ich weiß nur, dass die Zahl nicht hochgegangen ist. Dann schauen wir mal zuallererst, ob wir am Terminal was annehmen können. Wir haben eine ganze Portion Quests angenommen. Hier scheint nichts zu sein. Nö. Okay. Dann wollen wir zuallererst mal. Ich mache die Quests jetzt erstmal nicht, sondern erstmal Quests, die wir nur sehen können. Hau ich mich mal ins Geschäftsviertel. Weil ich erinnere mich noch an eine recht witzige Quest, die wir sogar, wenn ich es richtig sehe, machen können. Okay. Das müsste die sein. Okay. Machen wir mal die Quest hier. Verzeihen Sie, ich erhebe hier gerade Daten, ja? Diese Gefühlsregung nennt man Wut, nicht wahr? Sehr schön. Jetzt versuche ich, die Wut mit einer entsprechenden Antwort zu neutralisieren, okay? Also, Sie wissen, dass dieser Zustand auf Dauer zu erhöhtem Blutdruck führt und sich negativ auf Ihre Gesundheit auswirkt, ja? Vielleicht sollten Sie damit aufhören? Von was zur Hölle quatschst du da, Mann? Du hast keinen Schimmer, wie ich mich fühle. Ich mache gerade eine schlimme Zeit durch, also halt die Klappe. Du gehst mir gerade wirklich auf den Senkel. Willst du mich provozieren? Suchst du Streit? Hm? Oh, das wäre äußerst unklug, nicht wahr? Ein Streit nutzt doch niemandem. Verstehen Sie? Noch mal kurz zurück zu Ihrem Problem. Ah, dieser Mann strotzt nur von sozialer Inkompetenz. Geh einfach weg. Gute Güte, diese Aggression ist wahrlich faszinierend. Aber wie kann man mir bitte Inkompetenz vorwerfen? Humbug, nicht wahr? Entschuldigen Sie bitte, dürfte ich Sie als Außenstehende wohl um eine dritte Meinung bitten? Wir klären mal auf, dass seine Antwort jetzt nicht die beste war. Es scheint, als seien Sie genauso rätselhaft wie der Rest der menschlichen Rasse, oder? Ich habe mehrmals versucht, mit diversen Menschen Konversationen zu betreiben, aber stets schlägt mir gar heftiges Unverständnis entgegen, verstehen Sie? Nun setze ich vermehrt auf Quantität statt Qualität und analysiere die Daten mit diesem Emotometer. Eine kleine Bastelei von mir, beeindruckend, nicht? Dennoch will es mir nicht gelingen, mit der korrekten Entgegnung die Gefühlswelt meines Gegenübers zu beeinflussen. Menschen sind ein Mysterium, oder? Wären Sie vielleicht so freundlich, bei meinen Studien zu assistieren? Im Interesse der Beziehung zwischen Mannern und Menschen? Ja, würden Sie das tun? Also, die Welt der Gefühle. Wir dürfen ihm jetzt helfen mit Christopher. Ja, wir kriegen einen Hotdog. Okay. Als erstes würde ich Sie darum bitten, mir zu demonstrieren, wie man die Gefühlsverfassung eines Menschen von wütend in ruhig ändert, ja? Durch eine Analyse der entsprechenden Messungen sollte es mir möglich sein, Wut bei Menschen besser zu verstehen, nicht wahr? Also, Christopher. Was für ein Dreckstag. Erst wird mir meine arme Aphrodite geschrottet und dann quatscht mich noch dieser komische Mann und von der Seite an. Womit habe ich das bitte verdient? Und du hast aber jetzt nicht noch eine Hiebsbotschaft für mich, oder? Was ist denn passiert?
wenigstens eine, die mal nachfragt. Also, ich war heute mit Aphrodite, meinem Skill, unterwegs und habe den einheimischen Kreaturen mal so richtig gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Da kam plötzlich dieser Rüpel-Potamus angerast und ist volle Kanne in die Frontpanzerung meiner Kleinen gekracht. Oh Mann, ich drehe schon durch, wenn ich nur daran denke, dieser Skill ist mein Schatz. Mein Ein und Alles. Sie in einem solchen Zustand zu sehen, ich könnte ausrasten. Wenn ich mich wenigstens an diesem Rüpel-Potamus in der Sichelkopfstadt berechnen könnte. Ach nein, geht ja nicht, mein Skill ist ja Schrott. Oh, du wunderschöne Göttin, erhebe dich und zerschmettere diese unwürdige Kreatur mit deinem Zorn. Okay, ich würde mal sagen, wir erlegen diesen Rüpel-Potamus. Der ist auch hier ganz in der Nähe. Sichelkopfstöppe. So. So, ich nehme mal ein Scale mit, obwohl Level 30 sollte auch so gehen. So. Rückseite. Der Angriff macht richtig schön Schaden. Also ein Ultraschlag. Ach, das ist falsch rum. Egal. So, das war der. Das ist halt Aphrodite sein. Sirene, die verschollen, ne? Hab ich. Okay, die ist kein Gebietstyrant, aber Level 13. Und Tyrants zwischendurch mal machen, kann nicht schaden. Es gibt schöne Musik. Da gab es wenigstens ein Holo. So. Also. Dann zurück zu Christopher. Roger Plaza. Und dann schauen wir mal, was sonst noch es hier so bequatschen gibt. Dieser verdammte Rüpel-Potamus. Wenn Aphrodite noch einsatzbereit wäre, würde ich mich an diesem Vieh rächen. Ah, ich könnte ausrasten. Ich drehe noch komplett durch. Was soll ich denn jetzt machen? Wir haben den Rüpel-Potamus erlegt. Wie bitte? Du hast das Vieh für mich erledigt? Krass, dann musst du auch eine Blade sein, genau wie ich. Wahnsinn, du bist der Hammer. Ich kann gar nicht glauben, dass so eine Draufgängerin wie du mit so einem komischen Mann und darum hängt. Puh, aber gut, dass ich dieses Monster für mich dass du dieses Monster für mich erledigt hast. Da kann ich wenigstens wieder ruhig schlafen. Jetzt muss ich noch meine geliebte Aphrodite wieder herrichten, auf dass sie noch schön und heller ausstrahlt als je zuvor. aha. Jetzt, Ja, mir erscheint, sie haben den emotionalen Zustand des Studienobjekts wieder in normale Bahn gelenkt, richtig? Das ist also Wut, ja? Anscheinend sind Menschen sehr von ihren Urinstinkten getrieben. Was denken Sie? Ein wenig wie Tiere vielleicht sogar? Aber die Menge an Qualität der gewonnenen Daten ist hervorragend, stimmt's? Dann auf zur nächsten Testperson, wenn Sie mir bitte folgen würden, ja? So. Dann düsen wir hier los, und zwar
zur nächsten Person. Die beiden Quests, die man hier sieht, haben wir schon angenommen. Das sind diese Gesprächsquests. Dies ist meine nächste Versuchsposition. Sie scheint sich in dem Zustand der sogenannten Trauer zu befinden, nicht wahr? Entschuldigen Sie bitte, dürfte ich Sie fragen, welche Verkettung von Umständen Sie in den Zustand der Trauer versetzt hat? Was, woher weißt du? Dieses fantastische Gerät, meine eigene Erfindung, nebenbei bemerkt, ermöglicht es mir, Ihren exakten Gefühlszustand zu bestimmen. Großartig, nicht wahr? Schwache Gehirnströme sowie die niedrige Körpertemperatur weisen wohl darauf hin, dass Sie betrübt sind. Das ist recht offensichtlich, oder nicht? Und nun sondern Ihre Augen eine basische Flüssigkeit ab. Hm? Diese wird von Menschen Tränen genannt, richtig? Ja, ich habe davon gehört. Ein befreundeter Blade Bobby, er ist im Kampf gefallen. Er saß immer an einem Tresen und hat einen Burger bestellt. Immer denselben. Und dann hat er mir einen seiner schlechten Witze erzählt. Ach, Bobby. Er vielleicht nicht der hellste und ein ziemlicher Chaot, aber für mich war er wie ein Sohn. Oha, Ihr Trauerwert steigt rapide an. Diese Daten sind Gold wert, nicht wahr? Wir schreiten mal ein. Taktvoll? Ein hochkomplexes Wort, was eine gewisse Relevanz für die gegebene Situation besitzt, oder? Doch so rätselhaft, nicht wahr? Am besten ich überlasse es Ihnen, angemessen zu reagieren, ja? Weswegen seid ihr beide nochmal hier? Oh, ihr wollt mich aufmuntern? Wirklich? Das ist aber lieb von euch. Bobby wird davon zwar nicht wieder lebendig, aber ich wünsche, ich hätte irgendwas, das mich an ihn erinnert. Vielleicht seine Armbanduhr oder einfach ein kleines Andenken, damit ich das Gefühl habe, dass er immer noch bei mir ist. Ah, damit spielen sie bestimmt auf die okkulten Bräuche der Menschen an, ja? Dass man den Toten nahe sein möchte. Klingt ja irgendwie scheußlich, nicht wahr? Wenn die Dame aber darauf besteht, dürfte ich sie vielleicht bitten, an diese Armbanduhr ausfindig zu machen und sie Pauline zu überreichen, ja? Wäre das möglich? Ehrlich, du würdest die Uhr für mich suchen? Einfach so? Ihr Mann und seid für mich zwar ein Buch mit 7 Siegeln, aber nett scheint er ja zu sein. So. Und dann dürfen wir die Uhr suchen. Müssen wir schauen, wo das genau ist. Müsste in der Teufelskolonie sein, also in dem Höhlensystem. Da müsste ich, glaube ich, hinkommen, wenn ich hier unten lang laufe. Mich woanders importen sollen. Da drüben. So. In der Teufelskolonie sind die ganzen Gegner aber, trotz dass wir überlevelt sind, ein bisschen aggro. Da renne ich jetzt einfach mal durch zum Zielpunkt. Das müsste am ehesten funktionieren. Mich jetzt hier so langsam durchzukämpfen, dann ich lieber einmal quer durch und kämpfe dann dort alles durch. So. Hier durch. Ah. Okay. Machen wir es doch hier schnell fertig.
Felsona kommen nicht aus dem Kampf raus, dann bleiben die hier wahrscheinlich irgendwo noch in der Ecke hängen oder so. Wie ich mein Glück kenne. Und da haben wir Bobbys Uhr. Dann wieder zurück. Also Geschäftsviertel. So. Die Quest ist auch recht abwechslungsreich. Jetzt hatten wir erst eine Kill-Quest im Endeffekt. Jetzt eine, eine Art Suchmission. So. Ich wollte auch Pauline das übergeben und nicht mit ihr reden. So. Ich habe versucht, die ganze Sache zu verdrängen, aber jetzt muss ich dank dir wieder an ihn denken. Ich weiß noch einmal, als ich gerade spülte, meinte er, dass es wohl hart sei, ein Restaurant zu führen. Dann schenkte er mir eine Handcreme, einfach so. Bei mir gehen die Blades ein und aus, aber er war einfach was Besonderes, so fürsorglich. Ich habe jetzt ausreichend Daten zur Trauer gesammelt, nicht wahr? Würden Sie ihr bitte die Uhr übergeben, und zu ihrem Zustand entgegenwirken? Und da übergeben wir die Uhr. Und hier ist auch ein schönes kleines Detail, dass hier eine Inschrift drauf ist. Das ist der Poppys Uhr. Dankeschön. Die habe ich ihm geschenkt, weißt du, als Andenken an seinen ersten Kampfeinsatz. Jetzt, wo ich diese Uhr habe, fühlt es sich fast so an, als wäre er auch noch hier. Oh, ihr Zustand ändert sich merklich, richtig? Also zeigen Uhren nicht nur die Zeit an, sondern wirken sich auch positiv auf diese Trauer aus, oder? Faszinierend. Wir korrigieren das mal. Sie trauert also, lässt los. Ja, was denn nun? Sie hält die Uhr doch fest. Auf jeden Fall sind die Messungen ausgezeichnet. Wenn ich die Daten erstmal ausgewertet habe, dann kann ich die Geheimnisse der Trauer entschlüsseln, richtig? Oh, das ist geschehen. Gerade war ihr Zustand noch stabil und jetzt steigt der Pegel des Motometers wieder in ungeahnte Höhen, oder? Auf der Uhr, da steht, Mama Pauline wird dich beschützen. Das ist Bobbys Handschrift. Er hat es nachträglich eingravieren lassen. Dieses verdammte Narr, er hat mich als Mutterfigur gesehen. Diese hoffnungslose, liebenswerte... ihr Gehirnströme unterscheiden sich ja von denen ihrer bisherigen Trauerzustands, ja? Anscheinend ist die Trauer sehr komplex, oder? Egal, vielleicht sollten wir flugs zu den Existenzpersonen eilen, wenn sie nichts dagegen haben. Dann treffen wir uns an der gewöhnlichen Stelle. Oh, in Ordnung? Also in dem Fall wieder zurück. Vermute ich mal. Und das sieht danach aus. Ja, wieder bei Christopher drüben. So. Hier ist er, bei Dana. Dies hier ist meine nächste Testperson. Ihr Herzschlag ist stark beschleunigt und ihre Körpertemperatur liegt weit über dem Normalwert. Ja? Ist sie etwa aufgebracht? Allerdings deutet alles darauf hin, dass der Grund dafür eher auf der emotionalen als auf der physischen Ebene. Zu finden ist, nicht wahr? Nicht mein Spezialgebiet. Vielleicht sollten wir zunächst Werte beobachten. Möglicherweise liefert uns dies die nötigen Antworten, oder? Ach, Christopher, warum ignorierst du nur meine Gefühle? Ich sage dir die ganze Zeit, was ich für dich empfinde, aber du weichst mir nur aus. Machst du einen auf cool? Ist das vielleicht eine Masche? Wie kann ich dir nur beweisen? Meine Motometer zeigt weder Zorn noch Trauer an. Ich vermute, es handelt sich hierbei um ein wahres Gefühlschaos, nicht wahr?
Haben Sie vielleicht eine Ahnung, was hier vor sich geht? Wir klären mal auf, dass es Liebe ist. Liebe, das klingt äußerst komplex, oder? Und diese Liebe sorgt für das Herzflattern und die daraus resultierenden Schmerzen in der Brust. Also handelt es sich um ein medizinisches Phänomen, ja? Sind Sie sicher, dass die Dame sich nicht vorsichtshalber in die Obhut eines Arztes geben sollte? Sollten wir sie vielleicht fragen, nur um alle Zweifel zu beseitigen? Werte Dame, haben Sie vielleicht gerade Liebe? Sind Sie bei Ihren Ausführungen bitte äußerst exakt, ja? Ihr erster Teil könnte wichtig sein, wissen Sie? Wie? Hast du etwa gelauscht, du kleiner Spanner? Hol lieber ab, bevor ich dir die Ohren langziehe. Erste These. Liebe scheint die Versuchsperson äußerst gewalttätig zu machen, oder? Gewalttätig? Quatsch, ich bin süß und lieb und goldig und zufälligerweise ganz genau Christophers Typ. Schauerpullis und aufgeschrammte Knie, das war mal früher mal. Ich lasse mir von einem so kleinen geraden Xeno wie dir nichts anderes erzählen, klar? Sie haben einen erhöhten Puls und gerötete Backen. Sehe ich das richtig? Wie kann man denn gegen diesen abnormalen Zustand vorgehen? Ich erinnere dabei behilflich, sich von diesem Leiden namens Liebe zu erlösen, wissen Sie? Leiden? Heilen? Ich verstehe kein Wort, aber ich denke, dass ich ruhiger wäre, wenn Christopher meine Gefühle endlich erwidern würde. Bis es soweit ist, werde ich diese Bauchschmerzen wohl nicht los. Gefühle wie? Wo findet man so etwas denn? Kann man die kaufen, mit der Post verschicken, faxen? Wissen Sie vielleicht eine Lösung für dieses Dilemma? Dass Sie ihn derzeit noch faxen kennen? Man könnte einen Liebesbrief probieren. Hey, tolle Idee. Christopher steht total auf dieses altertümliche Zeugs. Das könnte funktionieren. Während ich den Brief schreibe, könntet ihr vielleicht noch einmal ein passendes Geschenk für ihn aussuchen, das ich dazu packen kann. Dann müsst ihr auf das Ganze nur noch eine Briefmarke und dann ab dafür. Also, als Geschenk könnte ich mir ein paar rote Talusfühler vorstellen. Die Talusse beim Titanenbogen haben solche. Die würden ihm sicher gefallen. Die sehen dann auch bestimmt super als Halskette aus. So richtig wild und männlich, gell? Auf der anderen Seite ist Christopher auch ein totaler Technikfreak. Ein paar Elementarteilchen wären also auch eine gute Idee. Ah, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich muss einfach beides vor mir sehen. Bringen wir also am besten beides, ja? So. Dann schauen wir mal. Talusse. Gibt's in Oblivia? Mal gucken, ob ich Glück habe, weil die sind recht selten. Die roten Talusfühler. Und ich glaube, ich mach's hier jetzt einfach mit Scale. Das geht schneller. Klebeschleim. Hier drüben ist auch noch mal ein, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. So. Ist hier vielleicht noch mal einer. Hier ist schon Wasser. Ja. Dann laden wir einfach neu. Probieren wir mal die zwei immer wieder zu bekämpfen. Vielleicht haben wir ja mal den Glück und kriegen einen Talusfühler. Also brauchen wir halt ein bisschen ein bisschen Treibstoff. Aber das können wir dann wieder zwischendurch im Hintergrund einfach nachfüllen. Not yet. Depends if Patsy can make it enough. You know.
bessere Klebeschleim. Man kriegt die halt manchmal auch zufällig. Eigentlich die Hauptmöglichkeit ist über den Kopf, aber den kann man halt nicht so einfach anvisieren. Muss man immer Glück haben. Okay, Kopf zerstört. Und ich gehe natürlich in den Arm. Toll. Auf dem Körper und habe es wieder bekommen. Okay. So. Und die Elementarteilchen gibt es von Oklaikaien. Die sind in Sylvalum. Da müssten, wenn ich mich noch richtig erinnere, müssten das diese komischen Fliegeviecher sein. Die sind am Eingang. Also jetzt am Eingang welche. So. Aber wir sind ein bisschen höher gelevelt, somit mache ich das jetzt auch am besten mit den. Ja, genau, das hier sind sie. Elementarfragment. Okay. Elementarfragment ist das häufigere von beiden. Fragmente recht häufig, Teilchen sehr selten. So. Das heißt, wir können hier ein bisschen leveln, indem wir immer wieder dürfen wir jetzt einige Male machen. Ich hoffe, dass das in den Part noch reinpasst, weil die sind halt schon recht selten und ich sehe es halt nicht ein, meine Belohnungstickets dafür herzugeben. Und vor allem der Kampf ist sehr leicht. Ist wirklich schwierig. Mit gerade den Scales. Und dann können wir ja, kann ich hier halt auch noch gut Level sammeln.
Fragment, Fragment, Zündspule. Yay. Und ich bekomme hier, habe ich auch gerade gesehen, immer gut Scale-Ausrüstung. Dann kann ich eventuell auch mir die Scales mal anders ausrüsten. Ich muss sagen, ich höre es gerade wieder und ich liebe einfach hier die Musik von Silvalum. Das ist noch eines der schönsten Gebietslieder. Ringe auf. Ist auch super. Rang 5. Und wir sind bald Level 32. Ich bin jetzt auch ein bisschen laser, weil ich weiß auch nicht, was ich jetzt hierzu erzählen soll, groß. Wir düsen eigentlich wirklich nur hier hin und her und bekämpfen die zwei. Wieder Glück haben wir beim anderen, dass ich aus dem Körper was rausbekomme, weil die zu Fuß sind sehr schwierig, weil man die nicht wirklich anvisieren kann. Und zu Fuß ist man auch zu klein, um mich anzugreifen, weil die halt recht hoch fliegen. Und wir müssen beide Panzerungen eigentlich kaputt machen. Dafür sind wir halt schon zu stark. Okay.
Dann wieder. So, wenn jetzt, ich glaube, ich hatte mal nachgeguckt. Also ich gucke immer, ich gucke meistens zwischen den Parts so ein bisschen, was für Quests wir machen können. Und da hatte ich dann halt gesehen, da was halt auch die Sachen so kosten würden, zum Nachkaufen. Und es wären für mich jetzt knapp 100 Bildungstickets. Und die würde ich schon gerne sparen, vor allem da das jetzt kein Riesenproblem ist. Die Kämpfe hier. Das ist halt etwas Zeit, aber die hier sind sehr ergiebig an Erfahrungspunkten. Oh. Ich hab Übertakten angekriegt. Ein Inventarteilchen. So. Nummer 1. Wie gesagt, das dauert halt ein paar Minuten, aber wir haben ja Zeit. Und dann muss halt nur eine Quest für den Part. So. Aber ich glaube, bevor ich irgendwas anderes jetzt dann angehe, nach der Quest, ist erstmal das Geld ausrüsten. So. Ich gucke zwischendurch immer, ob ich schon vollgelaufen bin, aber aktuell habe ich noch Platz für Miranium, auch wenn es nicht mehr allzu viel ist. Und ein Inventarteilchen. Perfekt. Damit haben wir die Quest fast abgeschlossen. Das heißt, als dritten Schritt hatten wir eine Materialmission. Ja. Jetzt mal schauen, ob wir die beiden verkuppelt bekommen.
Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer ist, einen Liebesbrief zu schreiben, aber ich denke, ich weiß jetzt, was ich reinschreibe. Bei dem Geschenk bin ich mir aber immer noch nicht sicher. Entscheide du, welches der beiden wir nehmen, okay? So, hier haben wir jetzt die Elementarteilchen und die Talusfühler. Talusfühler sind wertvoll, die Elementarteilchen gewöhnlich, bei dem Kampf erbeutet. So, man kann die Quests hier mehr oder weniger also man schließt die Quest trotzdem ab, aber das Ergebnis ist halt unbefriedigend. Wir wissen ja, dass Christopher an Aphrodite arbeitet, seinem Skell, und dass Aphrodite schwer beschädigt wurde. Und die Talusfühler würden die Dana würde die ihm geben und er wäre darüber nicht erfreut. Bei den Elementarteilchen ist es aber anders, weil die kann er gebrauchen. Deswegen nehmen wir die Elementarteilchen. Irgendwie sehr klobig, oder? Andererseits sagte Christopher, dass er gerade an seinem Skill, seinen Skill repariert. Die mit dem komischen Namen, Afro irgendwas. Die werden ihm doch gefallen, oder? Ja? Okay, dann gebe ich sie ihm gleich zusammen mit dem Brief. Ah, es wäre nett, wenn sie nach der Heilung von dieser Liebe wiederkämen, werte Dame. Ich muss noch einige Messungen durchführen, verstehen Sie? Was? Ja, geht klar. Und tschüss, drück mir die Daumen. Aber das kann so nicht korrekt sein. Die Zahlen ergeben keinen Sinn, oder? Ich fürchte, die Dame leidet an einer ernstzunehmenden Krankheit. Lebensbedrohlich. Christopher hat gesagt, dass er mit mir ausgehen will. Er war gerade dabei, sein Skell zu reparieren und die Teile, die ich ihm geschenkt habe, genau die hat er noch gebraucht. Er meinte, dass es ein Zeichen der Göttin der Schönheit ist, dass ich hier zufällig auftauche und ihm die Dinger bringe. Irgendwas mit Schicksal oder so. Ach du meine Güte, wenn ich weiter so hohe Zahlen angezeigt bekomme, wird das früher oder später das Motometer durchschmoren lassen, nicht wahr? Und das habe ich nur euch beiden zu verdanken. Ihr seid die Besten. Ich könnte euch knutschen. Das Motometer völlig zerstört, fürchte ich. Die Liebe ist ja gemeingefährlich, finden Sie nicht? Dass Ihr Körper diese Menge an Energien aushält? Menschen können wirklich fürchteinflößend sein, nicht? Verfügen Sie ebenfalls über so viel emotionale Energie? Wir stimmen mal zu. Erstaunlich, nicht wahr? Eine so gewaltige Energiequelle könnte Großes bewirken, wenn man sie entsprechend einsetzt, oder? Also ganz ehrlich, Menschen sind eine äußerst beeindruckende Spezies, stimmt's? Diese Daten werden meine Forschung voranbringen, ja? Jetzt verstehe ich auch, was der Herr mit sozialer Inkompetenz meinte. Ich werde weiter studieren, okay? Als Assistent haben Sie natürlich eine Belohnung verdient, nicht? Mit viel Glück können von mir für Sie, ja, keine falsche Bescheidenheit. Und da gibt es die Belohnung. Und wir haben die beiden zusammenbekommen. So, und ja, wie gesagt, hätte man die Talusfühler genommen, die zwar wertvollere Materialien sind, aber halt für Aphrodite nichts bringen, wäre das schief gegangen. So. Dann, bevor ich irgendwas anderes mache, Arsenalallee und erstmal die dieses Sponsoring machen. So, nichts im Ofen rein, erstmal alles in die Fabrik. 1,21 rein. Okay, es gibt keine extra Sachen. Okay. Schade. So. Dann mal kurz das Questboard noch gucken. Hier irgendwas? Nö. Okay. Dann gehen wir hier rein.
und schauen uns noch an, ob was wir in unsere Scales reinpacken können, weil was wir in unsere nicht reinpacken, können wir dann bei Elmer und Lynn rein deponieren. Dann werde ich auch stärker. Scale Garage. Und zwar erstmal unseren Ausrüstung. So. Und zwar hier gibt es den Brenner. Nein. Ich wollte das hier behalten. Schade, dass ich nicht sehe, was für eine Technik da rauskommt. Ach so, das sind die Hauptwaffen. Die haben gar keine Techniken. Aber hier sieht man es trotzdem nicht. So, das hier war ein Gesamtbrückenmodul. Genau, das hatte ich gerade vorher, glaube ich, schon drin. Das ist auch das Stärkste, weil dann bleibt der Slot einfach frei. Haben wir hier irgendwelche... Was haben wir denn hier so für einen Treffer? Kanone. Technik ist fix, so wie es aussieht. Ja. Das Schultermodul ist auch stark genug. So, die Schilde haben wir immer noch nichts. Chakram rein, haben wir zwar den gleichen Angriff, aber das sollte passen. Okay. Dann gehen wir mal zu Elmer. Dann geben wir einfach irgendwelche auch Ausrüstung, die wir haben. Ich sehe den Brenner. Ja, die hat hier wieder auch so ein großes. Die sind wieder. Die lasse ich. Da haben wir nichts. Kriegst du eine Scale-Waffe. Und Berlin. Berlin hat schon eine ordentliche Ausrüstung. Auch wenn das hier, glaube ich, besser ist. Das ist halt eine Technik da, aber die ist recht stark. Okay. Gut, dann haben wir sogar etwas Level bekommen. Eine irgendnützige Technik. Okay, schade. Keine schöne Gatling-Technik. Okay, dann hätte ich aber bis hierhin gesagt, das war's für diesen Part. Xenoblade Chronicles X. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.